Kein Schaf, kein Schaf, kein Schaf. Warum eigentlich nicht? Wo sind die Schafe denn hin? Warum sind hier denn nirgendwo Schafe oder so? Ich bräuchte nämlich eins. So für. Na schon wieder, nee, keine Höhle. Ach naja, so was, keine Ahnung, was das ist. So. Okay, hier ist auch kein. Nee. Kein Schaf. Das ist doof. Ich will doch nur ein Schaf finden, verdammt nochmal. Toll, eine Kuh. Toll, noch viel mehr Kühe, aber kein einziges verdammtes Schaf. Auch noch mehr Kühe. Ja, muss ja nicht mal ein weißes Schaf sein, mir reicht ja auch ein farbiges, falls es eins gibt. Mir ist es vollkommen egal, welche Farbe. Ja, ich bin kein Schafsrassist. Nee, aber hier muss da irgendwo ein Schaf rumstreuen, verdammt. Überall nur Kühe. Hier sind auch nur Kühe. Hier sind auch nur, Alter, noch mehr Höhlen. Na, toll. Jetzt spawnen hier schon die ersten Monster. Hier ist noch mal eine Höhle. Die nächste. Aber kein Schaf. Nee. Kein Schaf. Warte. Hier. Ah, Schafe. Schafe. Warte. Ich muss erstmal ein Schweinefleisch hier essen. So, dich wollen wir natürlich nicht töten, sondern erstmal ganz in Sicherheit begeben und. Oh, es regnet. Also, es schneit. So. Okay, wir wollen nämlich Wolle. Ich kann keine Wolle tragen. Ich schmeiß mal die zwei Zäune weg. Sonst habe ich eine Wolle. Das reicht nicht. Hier war noch ein zweites Schaf. Hier. Schaf. Falsch. Entschuldigung, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte dich gar nicht hauen. Verdammt, bleib stehen. So. Ha, wir haben vier Wolle. Das reicht auf jeden Fall. Dann begeben wir uns mal wieder ins Bötchen. Wo ist es hier? Ins Bötchen und fahren mal. Wieder zurück, ich glaube in diese Richtung, ne? Ich fahre einfach mal in diese Richtung, guck mal, ich müsste ja gleich eine Brücke sehen. Eigentlich, ich habe die ja gebaut, die müsste ja da sein eigentlich. Ich glaube, ich bin mir unsicher, in welche Richtung ich muss. Ich guck mal, wenn ich einen Sumpf sehe oder eine Brücke, dann weiß ich ja. Ich fahre einfach mal in diese Richtung, ich glaube das ist richtig. Bin mir unsicher. Da unten ist Lava, glaube ich, unter Wasser. Ah, es sieht so aus, als wäre da Lava. Muss ja, da ist übrigens eine Höhle. So sehen die Höhlen unter Wasser aus eigentlich. So sieht man die. Dann sieht man, dass da eine Höhle ist. So, ich sehe jetzt hier leider weder Brücke noch. Ich sehe unsere Brücke auch nicht. Das ist doof. Ich will mich jetzt nicht zu weit vom Land entfernen. Sonst finde ich nachher nichts. Wo ist denn der Sumpf hin? Ich sehe jetzt auch bei Nacht. Beim Regen hier siehst du sowieso ganz, ganz wenig nur. So, warte. Ja, ist das Schneebiom. Immer noch. So. Ich fahre jetzt mal in diese Richtung. Ich hoffe, dass es hier irgendwo ist. Da ist doch. Nee. Das ist nicht der Sumpf. Wo ist denn hier der Sumpf? Verdammt. Habe ich mich jetzt verlaufen oder was? Das kann ja nicht sein. Ich fahre jetzt mal in diese Richtung hier. Hier muss das ja sein irgendwo. Ich sehe auch bei Nacht so wenig und bei Regen noch weniger. Verdammt, wo ist denn das? Ich werde es wiederfinden, definitiv, aber ich würde es gern schnell wiederfinden. Da ist bestimmt der Sumpf, oder? Oder? Sumpf? Da ist Sumpf. Ne? Ja, ah, da ist unsere Brücke. Okay, wir müssen also in diese Richtung hier. Gut, wusste ich ja, dass ich hier richtig bin. Okay, wir haben auch nur 24 FPS, Alter. Minecraft, was ist denn das? Ich habe hier wirklich eine hochwertige Grafikkarte. Ich verstehe das gar nicht. Dass das so ruckelt hier. Das ist doch unglaublich. Naja, was will man machen, ne? Hilft ja alles nichts. So. So, okay. Gut. Da sehe ich schon unsere Heimatinsel. Unsere Mini-Heimatinsel da. Ich hoffe, ich habe auch irgendwie Kies mitgenommen, dass ich den auch. Habe ich Kies mit? Wow, vier. Ja, vielleicht ist da ja noch was. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da war aber auch nichts, ne? Nee.
Egal, da ist unsere Heimatinsel auf jeden Fall. Das brennt, glaube ich, auch nichts. Ich habe ja überall Fackeln hingestellt, ne? Wahrscheinlich ist trotzdem ein Monster da. Na, gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Da ist eine Spinne auf der Brücke. So, wo ist das Boot? Da ist das Boot. So. Fällt das wieder auf den Meeresgrund? Das ist doch scheiße. Mann, Mann, Mann. So, hier ist nichts. Kein Monster, kein Monster. Kein Monster. Erstmal so. Hier drin auch nicht? Nee. Gut. Hier kommt jetzt gleich unser Bett hin. Moment. Wir brauchen nur 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Du kommst jetzt mal. Warte, wir müssen. Ich muss mal sortieren. So, jetzt habe ich wieder Platz. Gut, dann das Bett. Und schlafen. Oh. Gute Nacht. Und guten Morgen. Ach, wie schön das Wetter wieder ist. So. Es regnet immer noch, ne? Nee, hat aufgehört. Okay. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Na, wer ist denn da? Ach, Hallöchen. Ha, wie geht's so? So, eine Spinnenauge, ganz toll. Ich gehe jetzt mal nach hier oben und bring mal ein wenig Erde hier an. Das wird nicht reichen, oder? 33? Ich glaube nicht. Na, mal gucken. So. Nee, das reicht nicht. Mist. Aber ich habe ja hier unterirdisch noch irgendwo Erde. Die kann ich ja. Dann baue ich hier mal irgendwo einen Weg in den Keller. Vielleicht. Vielleicht ganz sinnvoll. Hier so in der Mitte ist auch doof. Müsste man eigentlich jetzt hier machen. Hier vorne generell, so in der Ecke vielleicht. Ja, weißt du, den mache ich einfach hier so. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut hier so. Warte. Muss erst mal gucken. Habe ich noch Treppen? Aber ich noch. Hier wären die drin bestimmt. Ja, hier sind sie auch. Sieben, okay. So, okay, dann hier, hier und. Ja, hier muss ein normaler Holzblock hin. So, und dann. Hier, du musst nochmal weg. Du musst nochmal weg. Du musst weg. Du musst weg. Du wirst durch Holz ersetzt. So. Okay, warte. Der Keller, wie hoch wird der? Hier müsste ich eigentlich. Warte. Dass ich mir nicht so doll den Kopf stoße, einfach mal. Dann nehme ich mal diese eine Dings hier noch. Jetzt habe ich schon wieder das Spinnenauge hier. Was will ich denn damit? So, und baue die mal hier hin und dann kommt man hier runter, halt. Treppe, hier. Ne, nee, hier. So. Treppe, Treppe. Komme ich gar nicht hoch. Was ist das denn? Dachte, da käme ich jetzt hoch, aber komme ich ja gar nicht. Na, sowas. Gut. Hier könnte man eigentlich auch nochmal eine Kiste hinstellen. Ja, könnte man. Vielleicht. Oder erstmal eine Fackel anbringen. Wäre, glaube ich, auch ganz sinnvoll irgendwie. Habe ich noch Fackeln? Wo habe ich die denn alle? Ich glaube, hatte ich die nicht hier reingelegt? Habe ich alle verbraucht? Wirklich alle? Das gibt's ja nicht. Mach ich halt neue. So. Mein Gott. Ist ja jetzt auch egal. So. Schere brauche ich ja jetzt nicht mehr. Die kann jetzt hier rein. Genauso wie die Wolle. So. Eine Fackel möchte ich gerne da anbringen. So. Ja. Ist jetzt nicht alles symmetrisch oder so, aber ist jetzt auch egal. Okay, hier kommt man dann runter in den wunderschönen Keller. So, ich weiß bloß nicht, wie groß ich den bauen darf. Weil hier ist bestimmt irgendwo Wasser gleich. So, aber wir haben ja ein bisschen Erde da. Kriegen wir da durch. Das ist ja schon mal praktisch. So, hier muss ich sowieso. Das muss ausgetauscht werden. So. Durch Holz.
ersetzt werden. Und auch hier wird ausgetauscht. Holz, 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 Holz. Und hier auch ebenfalls Holz. So, Holz, 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 Holz. Holz. So. Hier ist jetzt erstmal der Aufstieg fertig. Okay. Dann mache ich hier mal ein bisschen Licht. So. Jetzt haben wir jetzt 51 Erde. Ja, ich weiß nicht, wie groß ich hier den Keller bauen soll. Allzu groß ja eigentlich nicht. Um ehrlich zu sein. So. Der geht sogar bis hier. Cool. Okay, gut, dann, ja, es ist erstmal die Schaufel kaputt. Wir haben jetzt erstmal genug Erde für das Feld da oben. Das ist ja schon mal praktisch. Das möchten wir da nämlich gerne an hinbauen. So. Was ich aber machen muss, warte mal, vorher. Weil das brauche ich ja. Das Eisen einschmelzen. Ah, ich habe ja genug. Okay, egal, ich schmelze es trotzdem ein. Ach, hier ist ja jetzt in der Küche das Ganze. Stimmt, ja, da brauchen wir noch Kohle, so, und dann kommt da ein bisschen Eisen raus, so, und wir brauchen einen Eimer. Einer wird erstmal reichen. Na so, genau, ein Eimer, den werden wir brauchen, so. Okay, und den Rest Eisen packen wir mal wieder zurück, den Samen, den können wir auch gebrauchen gleich. So, okay, hinauf. Habe ich die Feldhacke? Nee, die brauche ich auch. Die Holzhacke, so. Das brauche ich nicht mehr, das auch nicht mehr, das. Ach, keine Ahnung. So. Gut, ja, dann. Hier einfach mal. Ups. Ich weiß bloß nicht, was ich wo anpflanzen will. Ein bisschen Weizen auf jeden Fall. Und dann? So, jetzt erstmal hier die Feld. Ach nee, erst brauchen wir Wasser. Warte. Haben wir irgendwo Wasser? Hier ist auch so wenig Wasser, weißt du? Weißt du, einfach so wenig Wasser hier überall. Da ist ja echt Wasserknappheit ohne Ende. Also da weiß ich nicht. Wie soll man denn hier an Wasser kommen? Echt mal. Ja, mal ernsthaft. Nee, jetzt mal wirklich im Ernst. Das ist ja zum Glück überhaupt nicht viel Wasser hier. So, ich würde mir eigentlich gerne die Bootstrecken auch markieren. Habe ich jetzt. Hier habe ich übrigens die Dinger so. Die. Na. Die Seerosenblätter, die brauche ich auch noch. Gleich. Aber vorher erstmal das Wasser hier anbringen. So. Und wenn man jetzt hier schlau ist und da das Wasser hinsetzt, hat man hier einen unendlichen Brunnen und braucht nicht mehr immer wieder runterlaufen. So. So, und dann ist das Wasser auch schon fertig. So, und jetzt. Mann, diese Bugs nerven manchmal ein bisschen, dass ich einfach irgendwo festhänge, so. So, durchtropfen tut's auch nicht, weil das Holz ja da zwei dick ist. Sollte zumindest nicht durchtropfen. Deswegen habe ich es auch so dick gebaut, wisst ihr? Damit ich nicht die Tropfen im Haus habe, das wollte ich nicht. Da ist auch schon das Ding kaputt, scheiße. Okay, dann machen wir mal Folgendes. Wir nehmen mal die Melonenkerne und die Kürbiskerne und pflanzen mal hier. Ich mach die mal in die Mitte. So, okay. Und hier, ja, die Kürbisse eigentlich auf die andere Seite. Ach, ich weiß auch nicht. Ich brauche erstmal so eine Hacke hier. So, Steine habe ich, okay, Holz habe ich nicht genug. Was, ich habe kein Holz mehr, was ist das denn? Was ist das denn, wieso habe ich kaum noch Holz? Sowas. So, jetzt hier, Baum, ach schon wieder so ein Riesenbaum, ach nee. Oder? Keine Ahnung, ich glaube schon. So, erstmal ein bisschen Holz sammeln hier, so. Riesenbaum haue ich nachher ab, glaube ich. Erstmal hier, so. Ich glaube mit den normalen Setzlingen kannst du auch, also mit den Eichensetzlingen kannst du, glaube ich, auch so einen riesen Tropenbaum machen. Aber so, ist dann halt kein Tropenbaum, sondern ein Eichenbaum. Aber so wie diese 4x4 Tropenbäume sind, ist das dann halt. Ich glaube, das geht damit auch. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ich brauche jetzt sowieso erstmal Holz und Stöcker ein paar. Machen wir gleich mal so.
12 und mit den 12 Stöckern und 2 Steinen. So, was behalte ich? Machen wir so eine Feldhacke. Wo ist sie denn jetzt? Da ist sie, okay. So eine Steinhacke hier. Und können dann mal das restliche Feld hier so bewirtschaften.